Homeoffice war die letzte große Innovation. Noch läuft hier nicht alles rund, aber viele Prozesse sind angepasst, neue Software wurde entwickelt und angepasst. Vergleichen Sie nur Zoom vor 3 Jahren und Zoom heute. Aber eigentlich sind Chatbots die letzte große Innovation und hier sind wir wirklich erst am Anfang. Da sind noch einige ergänzende Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln. Wie geht so etwas eigentlich? Ja, manches entwickelt sich spontan. Newtons Apfel, der Drache und der Blitz von Benjamin Franklin. Alexander Kekulé träumt vom Benzolring. Aber viele Innovationen sind geplant und systematisch entwickelt worden. Die Mondlandung und das ARPANET, das dann zum Internet wurden. Wie geht so etwas? Wie werden Innovationen entwickelt? Und wie wird damit dann auch noch Geld verdient? Das ist das Thema von Innovationsmanagement und dazu ist aktuell die 6. Auflage eines Klassikers erschienen, nämlich des Lehrbuchs Innovationsmanagement von Dietmar Faas und Alexander Brehm. In dieser Auflage ist Christian Oswald als Co-Autor hinzugekommen. Das Buch ist in einer neuen Auflage strukturiert wie ein Funnel, wie ein Trichter und es ist ein weit angewendetes Modell im Innovationsmanagement. Innovationsstrategie, Innovationsorganisation und Innovationskultur bilden den Rahmen und den Hintergrund, sozusagen das Beet, in dem die Innovationen wachsen. Die folgenden Kapitel behandeln Ideen generieren, Ideen bewerten und auswerten, Ideen realisieren, die Steuerungs- und Unterstützungsfunktionen runden das Buch ab. Die Struktur des Buches entspricht also der Logik des Gegenstands und das ist eine sinnvolle Entscheidung. Der Text wird immer wieder durch Beispiele konkretisiert. Sehen wir uns eines an. Unter dem Claim »Licht ist Leben« veröffentlichte Osram für das Geschäftsjahr 2013 eine Selbstdarstellung, die auf über 60 Seiten Antworten auf die zentrale Frage gibt, warum gibt es uns eigentlich und warum sind wir für die Gesellschaft bedeutend? Hier ein Auszug aus dem Vision Statement. Wir gestalten die Zukunft des Lichts. Unsere innovativen, maßgeschneiderten Lösungen für das gesamte Lichtspektrum schaffen Mehrwert für unsere Kunden weltweit. Als einziger global agierender, reiner Lichtkonzern mit einer starken Marke sind wir Vorreiter auf dem Markt und setzen Maßstäbe in unserem Geschäft. Wir schaffen Lebensqualität. Okay, was sagt uns dieses kurze Zitat? Das Zitat stammt aus 2013 und die Entwicklung von Osram ist seither vielleicht kein Musterbeispiel für erfolgreiche Strategieumsetzung. Heißt für uns, das Buch wurde für die 6. Auflage nur teilweise aktualisiert. Tatsächlich wird das Buch einfach als 6. Auflage angekündigt, nicht etwa als aktualisierte oder überarbeitete Auflage. Zum anderen, jeder, der einmal in einem real existierenden Unternehmen gearbeitet hat, weiß, dass eine Strategie nicht 1:1 in den Unternehmensalltag umgesetzt wird. Dennoch haben solche Strategieformulierungen ihre Funktion und ihre Wirkungen. Solche Überlegungen sind nicht Schwerpunkt dieses Buches. Lehrbuch ist dieses Buch überschrieben und das ist ernst zu nehmen. Nehmen wir die erste Grafik in diesem Buch. Die Kondratjew-Zyklen mit dem Modell, es gibt immer wieder Basisinnovationen wie die Dampfmaschine, die Eisenbahn oder die Chemieindustrie. Dann wächst die Wirtschaft stark. Und dazwischen sinkt die Wirtschaftsleistung. Das Modell würde etwa sagen, die letzte Basisinnovation war die Informations- und Kommunikationstechnologie. Das ist schon ein paar Jahre her. Kein Wunder, dass aktuell die Wirtschaft eher schrumpft. Es wird eine neue Basisinnovation kommen. Vielleicht Gesundheit, vielleicht Digitalisierung. Und dann wächst die Wirtschaft wieder. Das ist in dieser Grafik dargestellt und ja, so werden die Kondratjew-Zyklen gerne dargestellt. Aber bei einem zweiten Blick auf die Grafik stutzt man. Gab es nicht Anfang des 20. Jahrhunderts 2 Weltkriege und mindestens eine große Wirtschaftskrise? Und wie sieht es heute aus? Corona, Überfall Russlands in der Ukraine, wirtschaftliche Rezession in Deutschland? Nichts davon sieht man auf dieser Grafik. Und das Volkseinkommen, von welchem Volk ist das überhaupt? Eine seltsame Grafik. So sieht die Grafik in der deutschen Originalpublikation aus. Längst nicht so einfach, nicht so klar und nicht so eindeutig wie die Grafik im Lehrbuch. Aber mit realen Daten für reale Länder. Das Lehrbuch vereinfacht. Das mag das erste Verständnis erleichtern.
Aber ich habe dann immer wieder Studierende, die sich wundern, dass das richtige Leben irgendwie nicht so ganz zur Theorie der Lehrbücher passt. Umgekehrt sind diese einfachen und klaren Grafiken und Darstellungen eine Stärke des Buches. Und ja, parallel zu dieser Rezension habe ich die ein oder andere Darstellung in meine Unterlagen für meine Vorlesungen übernommen. Für die Lehre ist das Buch wirklich eine Bereicherung. Mit rund 600 Seiten hat das Buch das Format eines soliden Ziegelsteins. Es werden also auch Konzepte im Umfeld von Innovationsmanagement angesprochen. Organisationskonzepte werden beispielsweise sehr detailliert vorgestellt. Nun erscheint diese Buchbesprechung auf einem Kanal zum Ideenmanagement. Was hat das Buch zum Ideenmanagement zu sagen? Der kontinuierliche Verbesserungsprozess erscheint im Buch gar nicht, auch Kaizen wird nicht erwähnt. Das betriebliche Vorschlagswesen wird auf 5 Seiten besprochen, mit einer Ausnahme mit Quellen von vor 2015, also mit dem Text der vorherigen Ausgabe. Besonders ärgerlich ist das bei den Kennzahlen. Hier werden Daten von 2012 aus zweiter Hand angegeben, obwohl seither vom Zentrum Ideenmanagement, von Dr. Hartmut Neckel sowie von Nils Landmann und mir deutlich fundiertere Daten veröffentlicht wurden. Einer der Autoren, nämlich Alexander Brehm, publiziert immer wieder gute Texte zum Ideenmanagement, so auch in dem Herausgeberband von Nils Landmann und mir. Alexander Brehm weiß es also wirklich besser. Okay, kommen wir zum Fazit. Für wen ist dieses Buch eine Leseempfehlung? Den Titel muss man ernst nehmen. Dies ist ein Lehrbuch für Innovationsmanagement. Es stellt für Einsteiger alle relevanten Konzepte des Innovationsmanagements dar. Und das Buch stellt darüber hinaus eine ganze Reihe von Konzepten vor, die für das Innovationsmanagement relevant sein könnten. Die Darstellungen sind mit Grafiken, Beispielen, Checklisten und Lernkontrollfragen gut unterstützt. Ideenmanager werden von dem Buch enttäuscht sein. Für Studierende und für Lehrende bietet das Buch viele gut nutzbare Elemente. Durch das ausführliche Register kann man das Buch auch als Nachschlagewerk verwenden. Für die Zielgruppe Ausbildung im Innovationsmanagement ist das Buch also eine klare Empfehlung. Wie funktionieren Innovationen wie das Homeoffice oder der Chatbot? Und wie lassen sich die Innovationen managen, die dazu nötig sind? Ja, dazu finden sich in diesem Lehrbuch richtig gute Konzepte. Was aber könnte man Ideenmanagern als Lektüre empfehlen? Vielleicht den Toyota-Weg von Jeffrey Leiker. Das Buch ist kürzlich zum ersten Mal nach vielen Jahren ebenfalls neu aufgelegt worden. Auch zu diesem Buch gibt es ein Video auf dem Kanal, noch nicht einmal 9 Minuten lang. Wenn Sie also noch etwas Zeit haben, dann freue ich mich, Sie bei diesem Video wiederzusehen. Bis dahin.